Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Microhustle TV zu einer weiteren Folge vom Ranked Simulator zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, ich habe jetzt ohne Aufnahme noch zwei weitere Bienennester gefunden und jetzt sind wir gerade am Shoppen, dass wir uns ein bisschen was hier wieder auf die Beine stellen, quasi. Vor allem den Waldschimmel mit Ziege hatten wir ja nicht mehr. So, das hätten wir. Und ich habe mir auch noch ein paar Honigfässer gekauft. Ja, macht das. Auf 10 aufgestockt. Muss jetzt mal hier nach dem Käse gucken oben. Ist noch nichts fertig. Ja. Nichts fertig, ich habe mich gehört, das ganze Ziegenkäse ist fertig. So, ich komme jetzt wieder zur Ranch. Alles klar, ja, ich bin gerade Ziegenkäse am Verräumen. Na komm, letzter und so. Der letzte auch noch. So. Dicht. So, die sind schon mal eingeräumt. Werden jetzt die Fässer ausgeräumt. Habe ich auf jeden Fall erstmal genug Fässer. Ich auch mal längere Zeit nicht verkaufen müssen. Dann machen wir jetzt noch mal einmal Honig. Und den. Gut. Okay, Zentrifuge läuft wieder. Sehr schön. Also an Käseproduktion läuft jetzt tatsächlich nur noch Kuh, die paar Stück, die noch drin im Schrank sind, drin sind, und dann heißt es wieder richtig melken ab nächste Ja. Max-Season. Ihr seid durch. Warte nur, bis Schweinswurst wieder drin ist. Und dann will ich wissen, wie viel es gibt. Ja. Naja, die Schweinswurst ist ja noch nicht komplett verarbeitet, ne? Ja, ich meine ja, wenn sie dann verarbeitet ist. Obwohl, Trotzdem dann muss ich erstmal, wahrscheinlich oder? gleich mal die Schränke. Nein. Ich habe die Schränke noch umräumen, ey.
So, passen wir zwei Spoil. Fertig. Ja. So. Gut. Ich bringe jetzt mal eben den Weißschimmel vorbei, ne? Ist der im Fahrzeug bei dir oder was? Ja. Du brauchst nicht reinrennen, ich bin vorne am Dings am Stehen. Kann stehen bleiben. Aber weißt du was, ich hole mir kurz meine Truhe. Ich habe eine Truhe hier vorne stehen, deswegen. Genau. Okay, ich hätte gerade fast meine Flasche umgeworfen. Hab's mit. Jetzt. Dann fahre ich mal wieder zu meiner Hütte. Log da mal wieder an. Jo. Wenn ich wollen würde, könnte ich wahrscheinlich schon 3 oder 4 Schweine schlachten, ey. Guck Wahrscheinlich da, guck da besser mal nicht rein. müsste ich eigentlich regelmäßig mal immer so 3, 4 Tiere schlachten. Ja. Damit das nicht so überhand nimmt. Ja. Weil irgendwann kannst du das gar nicht mehr kontrollieren. Hm. Das schaffst du irgendwann gar nicht mehr. Ich meine, wir hatten ja die eine Session mit Eis. Mhm. Da hatten wir eigentlich gut Kontrolle drüber, weil Eis immer gut drauf geguckt hat, dass wir nur eine Sau haben, maximal. Ja, und diesmal haben wir halt einfach schon viel zu viele Säue, ne? Wir haben einfach jemanden machen lassen. Das hatten wir in der ersten Session hatten wir das Problem, ey. Weil da hatten wir nachher eine Riesenscheune einfach nur voller Fleisch. Haben wir vorhin auch einen Screenshot gemacht, ey. Das war dann, ja. Nicht feierlich, sag ich mal so. War Das dann schon. haben wir auch nicht mehr verarbeitet dann. Das haben wir dann so einfach dabei gelassen. So, in unserem Fall jetzt haben wir es aber zum Glück verarbeitet. Hä, wo kommt jetzt. Oh, ich habe eine Wurstmaschine aufgenommen. Die wollte ich aber gar nicht, wollte die haben. So. Gut, nächste Truhe ist voll. Heiko, der Schweineverarbeiter. So. Leute, ich habe nicht einmal meine Ruhe, ne? Nee. Einmal Handy ausmachen. Ja. Ja. Das mit den Schränken ist halt das, was ab Abstand am längsten dauert. Weil die ja immer ein bisschen Zeit brauchen, bis sie fertig sind. Aber muss halt sein. So. Und dann die nächsten beiden Truhen dran. Und wir 48 müssen auch hängen. So. Immer. Und dann die. Die 4 Schränke hier. 1, 2, 3, 4 und der 6. 1, 2,
Drei. Sechs. So. Na komm. Und wir jetzt noch einmal alle paar Minuten. Und nicht so dauernd am Stück wie eben. So. Ich wollte gerade sagen, willst du alle paar Tage ein paar paar Schweinchen mitnehmen? Ja. So. Okay, die sind auch Jeden Tag aufregend. ein oder zwei Schweine geht doch auch, oder nicht? Ja, theoretisch. Ja, okay, das ist aber. Das ist meine Freundin, das ist jetzt kein Thema. Ich hatte mich gerade schon angerufen, dass ich hier aufmache. Ja. Gut, ist Nacht mal wieder. Ich dachte doch, wir machen die Nacht zum Tag. Ja. So, wir schauen mal gerade bei unseren Türen durch. Die Augen von den Pferden sehen bei Nacht irgendwie ziemlich gruselig aus, ey. So, wann bist du alt genug, dass ich dich reiten kann? Wie bitte? Frage gerade, wann die Fohlen alt genug sind, dass man die reiten kann. Ach, keine Ahnung, wüsste ich auch mal gerne. Theoretisch müsste entweder er ja zuerst. Oder ein anderes braunes Fohlen da zuerst. So, man weiß es natürlich ja trächtig, ne? Wie es sich gehört. Der Schwatte noch nicht. Der Schwarze ist noch Wir nicht machen trächtig. Pferdeexplosion bei uns, weißt Ja, aber ganz ehrlich, die Pferde, die kannst du reiten, du kannst sie aber auch so verkaufen quasi und die bringen dir halt sowas von viel Asche. Das ist einfach. Einfach du? geil. Also wenn wir Geldprobleme haben und Geld brauchen, Pferd weg. Das klingt schon irgendwie gemein gerade. So. Klingt gemein, ist aber nicht so gemeint. Oh. Wir könnten ja theoretisch eigentlich auch mal unsere Pferdescheune mehr nutzen, ne? Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mal die Dinger Unter fertigstelle. anderem sollten wir vielleicht mal Beleuchtung einbauen in die Scheunen. Soll ich das Metall mal nehmen, um die ganzen. Boxen zu machen? Ja, Ja, mach mal. ich habe mehr als genug Metall hier. Dann mach das mal. Ich habe bis jetzt noch nicht meine Schränke angefangen, groß weiterzubauen, weil ich im Ja. Moment mit den Schränken klarkomme. Wir können natürlich auch erstmal schlafen gehen, sag mal so, ne? Alles gut. Gut. Ich sollte vielleicht auch mal wieder Hühnern vorbeischauen. Weil ich Habe ich komme. schon gar nicht mehr vorbeigeguckt. Ja, ich schaue alle Jubeljahre mal vorbei. So. Ich vergesse sie mittlerweile. Man könnte natürlich auch vielleicht sagen: Okay, geil, ich stelle einen zweite Dings auf, zweiten Hühnerstall. Ja. Müssen wir mal schauen. Guten Tag, die Eierexplosion. Guten Tag der Eierexplosionen. Ja? Die Eier ohne Ende. Das war so schon was. 40 Eier, ja. 40 Eier. Ach ja. So. Zack. Und dahin. Immer wieder 40 Eier hinten. So, die sind alle bei 40%, 45, irgendwie sowas.
Es ist Tuesday. Komm, was? Alles gut, Heiko. Was denn? War jetzt nur, die hat mich jetzt gerufen wegen der Kaffeemaschine, weil die hinten am Auslaufen ist. Also. Da muss ich was drunter packen, mache ich aber gleich, wenn wir Ja. fertig sind. Weiß ja Gut. nicht, wie viel noch. Ja, genau so. Aber das war's auch wieder mit der Folge. Was? Ja. Ey, es geht irgendwie schnell, aber wir haben auch so viel zu tun. Ja. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Also gerne ein Like und auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir tschüss und bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Tschüss, Denne. Oder warum? Okay, ciao.